Also damit man die super Kurzfilme, die wir machen, ein bisschen besser versteht, möchte ich ausholen. Ausholen, das kriegen meist die Angst. Die meisten Angst bei 6 Minuten kann man gut ausholen. Das wird also nicht schrecklich. Wir machen Filme, wir machen kurze Filme. Manchmal machen wir super kurze Filme. Angefangen habe ich, wie eine Kollegin vorher, als Bildhauer. Also ich habe eine klassische Bildhauerei-Ausbildung. Ich bin Quereinsteiger, habe modelliert. Das sind ein paar Gipsköpfe von mir. Habe fünf Jahre nichts anderes gemacht, wie wirklich wie ein Wahnsinniger in Ton modelliert, abgegossen, ausgegossen, positiv, negativ. Und habe die Ausbildung abgeschlossen. Dann ging es natürlich ans Geld verdienen. Dem Kunstmarkt habe ich mich verweigert und so gründete ich das erste Projekt. Das waren die Habszwürge. Bekam ein Member of the Habszwürg Family. Das waren Porträtgartenzwerge auf Wunsch. Also die Menschen schickten mir Fotos, meistens Jubilare zum 40er, 50er, 60er. Und ich machte den Zwerg, Hermes Fetzberg, Niki Lauda. Das hat gut funktioniert, ich konnte davon leben, aber es wurde mir zu langweilig. Und eine gute Freundin brachte mich dann in das damals einzige 3D-Animationsstudio zum Klaus Krall. Dem gefielen meine Habszwürge, der sagte, komm her, sitz dich her, lern. Animation bewegt deine Maxerl. Das habe ich gemacht. Ich blieb dort 9 Jahre kleben. Kennen Sie schon die neuen Claro-Geschirrspültabs in wasserlöslicher Folie? Die packen sich von ganz alleine aus. Und das Geschirr wird strahlend rein. Ist doch klipp und klaro. Machte dort also so klassische Fernsehwerbung im High-End-Bereich. Nach 15 Jahren Exil in Wien wollten wir zurück nach Vorarlberg. Das war mein Einstieg. Hoi, ich bin's, der Mara aus Hart. Ich bin jetzt 27 Jahre alt, hab bunte Haare, grüne Augen und ich bin noch ledig. Ich arbeite in der Feinkostabteilung von einem tollen Supermarkt. Meine Trauma, boah, also das ist schwer. Das geht jetzt noch ein paar Sekunden so dahin, aber auf 20 Sekunden gekürzt. Also ich stieg ein in Vorarlberg als Bannerschnitten mit der Tamara aus Harz. Das war eine Persiflage auf die Vorarlberg Online Girls irgendwie, die auch immer so irgendwie vor der Kamera posieren. Bannerschnitten drum, ich wollte eigentlich leichtes Geld verdienen mit leicht bekleideten Damen, illustriert als Bannerwerbung, drum Schnitten, Bannerschnitten irgendwie. Habe ich nie gemacht, hätte ich gern gemacht. Das Ergebnis von der Tamara aus Hart war aber Vorarlberg Online. Also wir hatten eine sehr schöne, starke Zusammenarbeit. Fürs Wochenmagazin hat es nicht gereicht, aber es wurde immerhin ein Alle-Zwei-Wochen-Magazin. Also alle 2 Wochen, immer in Intervallen, gab es 1-Minuten-Clips. Ich glaube, an die 20 habe ich da produziert. Für den Ümit bekamen wir den Edwin. Dann wurde auch das Thema 5 auf mich aufmerksam. Wir produzierten für die Arbeiterkammerwahlen da die Arbeiterkummer, den schwarzen Hund, recht kurios. Dann für die SPÖ, für die Vorarlberger Landtagswahlen, sehr schöne Clips, die auf Vorarlberg Online gestreamt wurden und ins Kino fanden. Aber auch andere Projekte, jetzt kommt noch ein Layout. Also was, jetzt reicht, jetzt werde ich langsam sauer. Alle wollen mich kennenlernen, ausprobieren, anzuzeln, bloß weil ich so ein Natürlicher bin. Ja, finden Sie das okay, hä? Ja, und weil die, und da machten wir noch mehr, vielmehr so sein Layout, das haben wir nie produziert, kam das Team A5 auf mich zu und fragte, ob ich Partner werden will. Das machte ich dann vor 3 Jahren. Also seitdem bin ich Partner und wir produzieren sehr viele Filme miteinander. Der Vorteil für mich war aber, dass ich ganz am Anfang dieser Kreativen, dieser Entwurfskette sitzen konnte, also Idee, Konzeption und nicht nur mit einer Idee, dass jemand zu mir kam und dann Filme machte. Wie gesagt, es hat sich nicht viel geändert, außer dass wir mehr waren und so entstanden zum Beispiel für die Friseure ein sehr schöner Clip mit mehreren Bildebenen, zum einen real die Lehrlinge, erstes, zweites, drittes Lehrjahr und ihre Träume, Wünsche an dem Beruf illustriert. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt. I have a dream und der Dream bin ich. Wir leben den Style und der Style kriegt mich. Wir sind heiße Chicks, beautiful boys. Rasiere Sherry Kam sind unsere Toys. Friseur will ich lernen, das bin ich geil. Die Arbeit mit der Schere, tja, tja. Ja, und dann mit der Zeit irgendwie, ich hatte immer Schwierigkeiten mit dem Namen Thema 5, da kann ich mich überhaupt nicht identifizieren damit. Und dann wurde die Superkurzfilm gegründet. Das ist mehr oder weniger das Produkt, das ganz klar sagt, irgendwie wir machen Filme, wir machen kurze Filme, weil Full-Service-Agenturen sind, gibt es viel im Land oder in Österreich oder auf der ganzen Welt, aber die Kernkompetenzen wollte ich klarer skizzieren. Das sind Bilder aus unserem Superkurzfilm Eigenverkaufsfilm. Dafür wurden wir nominiert für den besten Wirtschaftsfilm 2013.
Das hat super gut funktioniert. Wir haben ganz tolle Kunden. Zum anderen arbeiten wir zum Beispiel für Blum, helfen ihnen in der internen Kommunikation. Hier sehen wir einen Screenshot für E-Learning, weil oder für die VKW Ilwerke durften wir das Energiecockpit erklären. Oder für Wolf Vision, jetzt unlängst erklärt der Professor seinem Hund, warum diese WeConnect-Software so großartig funktioniert und er nicht mehr nervös ist. Also das hat alles sehr gut funktioniert. Sehr am Herzen lag mir letztes Jahr das Projekt Mordkompott. Das war ein 17-teiliges Kurzfilm-Krimi-Format. Jede Woche gab es einen neuen Mordverdächtigen, der also lauter ein Minute oder eine Minute zehn, und man konnte ab der Hälfte erraten oder sollte erraten, wer der Mörder ist. Und am Schluss gab es dann die Auflösung. Heute hat es die alte Winsauerin erwischt. Wer kannte sie nicht? Immer von einer Konditorei. Gezeigt habe ich das letzte Projekt. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten auch in der Region mit Trickfilmen Großartiges zu machen. Jetzt noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Ich werde heuer noch das Thema 5 und aber auch Super Kurzfilm verlassen, also darum vielleicht ein bisschen auch Eigenvortrag. Es gibt mich dann als Tür.com in Bregenz, wieder als One-Man-Show. Ich werde dort als Dienstleister für alle zur Verfügung stellen, mit eigentlich den Hauptstandbeinen Animation, also wirklich Kurzfilme noch prägnanter, noch lustvoll, überraschender machen, Illustration, Idee, aber auch Content für Schulungs-DVDs, Lern-Apps und, um das Ganze abzurunden, natürlich einfach im Prinzip Animation für alle. Also es soll Spaß machen, es soll Lust machen, und ich glaube, die Beispiele haben das gezeigt. Danke.